Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 7. Letzte Folge habe ich ja noch gesagt, ich schaue ja ab und zu oder bei einer Dame mir Let's Plays an, eben die ich ganz cool finde, ganz entspannt, und die nennt sich Negoya, ne? Weil ich gesagt habe, ich hätte mir sonst bei ihr das Rebirth angeschaut, wenn ich es nicht selber spielen möchte und mich nicht vorher spoilern möchte. Nicht, ne? Folge ansehen, dann wisst ihr, was ich meine. Negoya nennt sich die Dame. Fast 7000 Abonnenten. Ganz ein gemütliches Spiel. Coole Sachen, ältere Game-Sachen, so taugt mir richtig. Schau immer wieder mal rein. Kann ich nur empfehlen. Früher hat den Danny Kickham öfter geschaut. Aber mittlerweile, oder macht halt hauptsächlich Coffee-Content. Mittlerweile finde ich ihn aber nicht mehr so toll. Jetzt streamt er hauptsächlich nur noch. Weiß ich noch. Ja. Steigt oder was? Ja, hat halt. Man verstehe ich. Verständlich. Durch die Arbeit und so wahrscheinlich hat man die Zeit jetzt dann so wie früher. Ja. Aber ja, ist. Und immer nur Grafik ist halt, ja. Ist halt so. Ist halt nicht mein Traumding unbedingt. Aber wie gesagt. Man kann auch mal was anderes machen, aber sein Hauptkunden besteht halt aus Kopf. Man verstehe, habe ich schon mal gesagt, aber das ist schon Zeit her. Kann ich verstehen, wenn jemand das macht, weil er sein Klientel hauptsächlich auf das steht. Es ist halt eben, du hast dann aber nur dieses Klientel und es wird halt auf Dauer für mich dann langweilig, wenn ich immer mir nur das Gleiche bei jemandem anschaue. Was ist das? 4 Slots? 4 Armband? Kann das sein? Ja. Nein, ist an sich auch ein, weiß ich nicht, gemütlicher Kerl, aber. Oh. Weiß nicht. Bin ja anfangs auch mehr drauf abgefahren, als es dann. Ja, hat dann auch nachgelassen. Weiß ich nicht. Und will jetzt nicht schlecht machen. Schöner muss sie niesen. Ja, würde es jetzt schon mal, wie gesagt, ne, vielleicht ist so bei Zeit wieder, dann taugt es mal wieder voll, aber wie gesagt, durch das, dass er jetzt fast nur streamt, ist es nicht so meins. Jetzt sind ein paar China-Leute, die fummeln mit der Rakete rum. Ist alles in Ordnung mit meiner Rakete? Ja. Denn wie gesagt, ne, nur so ein. Content nur Grafik und so ist mir dann halt auf Dauer auch nicht. Ich finde es dann nicht interessant. Es ist ein cooles Game, um Gottes Willen. Aber dann nur, wie gesagt, das Spielen ist halt dann mir halt auch zu öde. Ich meine, beim Jorgensson und so, die spielen halt hauptsächlich die Song. Man im Stream spielt jetzt andere Dinge. Aber wie gesagt, das, nachdem es das 1000ste Grafik Let's Play da hast, immer. Ist schon hart, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ich könnte mir es halt auch nicht vorstellen. Was ich kann mir mal vorstellen, so einmal im Jahr, dass man es von mir spielt, ja. Weil man kennt es ja in- und auswendig. So wie bei Final Fantasy, das kann ich halt auch einmal im Jahr so spielen irgendwie, aber ja, dann brauche ich mal wieder Ruhe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das alle paar Wochen wieder und wieder, weil es ja im Endeffekt auch, wenn du andere Mods hast und so, es bleibt ja trotzdem, die Geschichte bleibt immer dieselbe. Die Terroristen sind hier! Also das ist halt mein. Ja, aber wie gesagt, das hat ja jeder sein Ansicht. Das ist eben. Darum sind wir ja froh, dass es diese große Vielfalt gibt von verschiedenen Let's Playern und so. Ja. Da kann man sich dann immer das rausbitten, was man zusagt. Wie gesagt, für mich ist es dann auf Dauer nix. Okay, lass sie keinen Schritt weiter, alle zum Angriff! Ja, na, ich habe mir es gerne angeschaut beim Danny Kickham. Aber wie gesagt, jetzt macht er das nicht, jetzt macht er halt alles nur noch hauptsächlich Livestreams.
weil es bequemer ist. Natürlich muss man so denken, im Livestream, du streamst halt 2 Stunden, 2,5 Stunden oder auch 3 Stunden, dann brauchst du nichts mehr bearbeiten, nichts mehr, du hast deine Folgen im Prinzip da und fertig. Jedes Let's Play Video, wie gesagt, du hast dann die Nachbearbeitung, beziehungsweise das Rendern halt, ne? Das kostet halt schon Zeit, wenn ich 4K-Videos mache, wenn die 1 Stunde gehen. Ich meine, ich hab, sag ich mal, relativ gute Hardware. Ich render trotzdem, ne? Du musst denken, 30 Minuten für ein Video, rendert das schon für 1 Stunde. Wenn es mehr als 1 Stunde wird es natürlich auch dementsprechend auch länger. Aber so für 1 Stunde, ungefähr 1/2 Stunde rennen, das heißt, eine 1/2 Stunde kannst du den PC nicht wirklich nutzen. Oder zumindest nichts spielen, nichts zocken. Ich meine, ich kann mir auf YouTube was anschauen, das geht schon. Was haben die bloß mit meiner Rakete? Ich muss raus hier. Gott, ich schmeiße diese scheiß Shinra aus meiner Raketen raus. Die scheiß Shinra-Idioten. Servus, würde ich sagen. Ja, ne, wie gesagt, du verstehst, wenn du dann jetzt nicht die Hardware hast und der rendert für 1 Stunde Video auch in 4K dann 1 Stunde, und dann, ne, passt rein. Jetzt machst du 2 Videos, wie gesagt, wenn ich so dann 2, 3 Videos mache und die dann rendern muss, ja, ist das, kann ich 1 Stunde, 1,5 Stunden bis 2 Stunden im Rechner nicht nutzen für 3 Videos zum Beispiel. Beziehungsweise nichts zocken. Das heißt, der steht dann, ich kann dann YouTube schauen, aber sonst halt nicht viel. Du schon wieder. Wir werden jeden beseitigen, der Shinra in den Weg stellt. Der sich Shinra in den Weg stellt. Markus, lies richtig. Ihr könnt jetzt nochmal das Gumbot von ihm stehlen. Diesen Cedric. Ich komme und nehme gar nicht raus. Das willst du ja von ihm nicht stehlen, mein Gott. Da bringt sie es herum. Nochmal die Mega-Abwehr. Weil ich würde es gerne, aber ich bin neugierig, ob ich es noch bestellen kann. Bringt sie so, ich brauch gar nichts tun. Friedrich gestohlen, tatsächlich. Ja. Bringen wir es zu Ende, ne? Bevor er jetzt da lästig wird. Gewesen. Aber ihr könnt mal gerne mit einem sagen, wie ihr das seht. Wir haben uns. Ist das seid ihr so? Sag ich, schau mal lieber 100 Mal das gleiche an oder. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel bei mir Final Fantasy 7 anschaust und dann bei wen anders und dann ist es wieder doch vielleicht spannender, ne? Weil es immer was anderes ist, aber wenn es immer der gleiche spielt und ich mein, ich habe mir das, wie gesagt, bei Szenen an, habe ich beim Jorgen so oft angeschaut, im Endeffekt wird das langweilig, der rusht da einfach schon durch, ich meine, ist ja irgendwie klar, ne? Der kann ja alles in- und auswendig. Du, warum bist du hier? Blut von den Turks sollte hier sein. Vielleicht ist es in der drüben. Wenn man die Turks so reinlegt, aber ich lasse dich nicht durch. Na, da ist halt wirklich für mich die Frage. Ja, jetzt schauen wir uns Yuffie's Limit mal an. Zorn der Götter, jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Ich kenne das, weiß ich nicht, wie das aussieht. Ich
Okay. Jetzt ist die Frage, macht das andere im Endeffekt dann mehr? Schwer zu sagen. Können wir nochmal saven, das wäre nämlich nicht schlecht. Ja, na, kannst du gerne reinschauen. Schaut sich das so an, ist es so, wie gesagt, wir rushen da schon durch. Man, klar, wenn dann wieder mal ein Ding ist, ein neuer Mod oder so, ja, dann schaust du wieder ein bisschen mehr um, aber im Endeffekt ist es halt immer dasselbe Spiel. Mit ein paar neuen Feinheiten, ein paar neue Mechaniken, aber trotzdem bleibt es dasselbe. Hey, was zum Teufel macht ihr hier? Hey, gerade als ich gedacht habe, es ging los, da kommst du zurück, Captain. Hör mir zu, Kapitän, wir werden diese Rakete starten. Hey, was redet ihr da? Wir werden eine Materiebombe laden und jeden Meteor in die Luft jagen. Unsere Rakete wird den Planeten retten. Oh Mann, das ist so cool. Moment mal. Halt den Mund und sei still. Wie sieht's mit der Rakete aus? Ziemlich okay. Aber wir wollten sie mit dem Autopilot in den Meteor steuern, aber das wichtigste Teil ist kaputt. Kaputt? Wie sieht's mit der Reparatur aus? Shira macht das. Na klasse, ihr seid wirklich tolle Hechte. Sie wird 100 Jahre brauchen. Ich übernehme, macht euch keine Sorgen um den Autopiloten. Na mag schon, na los, erzähl's halt. Okay, Kapitän, viel Glück. Hey, Sid, was machst du da? In der Materie stecken Generationen von Erkenntnis und Weisheit. Wir werden uns diese ausleihen und den Planeten von Sephiroth retten. Wir dürfen auf keinen Fall die große Materie verlieren, hast du verstanden? Ja, verstehe. Ich weiß, dass die Materie wertvoll ist und ich verstehe euch, was du denkst. Aber hör mal, mir ist das scheißegal, ob es Wissenschaft oder Zauber ist. Nein, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber auf die Wissenschaft setzen. Menschen, die sich nur auf dem Boden fortbewegen können, jetzt fliegen. Und nun gehört uns auch der Weltraum. Die Wissenschaft ist eine von Menschen entwickelte Macht und vielleicht ist sie es, die den Planeten retten kann. Dank der Wissenschaft hatte ich mein Auskommen. Für mich gibt es da nichts Besseres. Jetzt hör endlich auf damit, dich zu fragen, was Shinra machen wird. Ich möchte später nicht bereuen müssen, nichts getan zu haben. Aber Sid, halt's Maul, ich will nichts mehr hören. Also gut, an die Arbeit. Alle, die nichts zu tun haben, raus hier. Was zum Teufel, was ist passiert? Alma, was zum Teufel hast du gemacht? Sie haben gesagt, dass sie den Autopiloten repariert hätten. Da habe ich sie gestartet. Verdammt, Shira, warum ist sie ausgerechnet heute mal schnell? Verdammt, gibt kein bisschen nach, total blockiert. Beinahe Start. Was zum, kein Countdown? Ohne ist es irgendwie nicht dasselbe. Hey, Abschuss! Böse Countdown. Ab in die Lüfte! Ei, ihr Witzka. Das schaut super aus. So stelle ich mir das vor, wenn die NASA dann ein Raumschiff in den Weltraum boostet, dass das ganz so schief wegfliegt. Ja, dazu ist die schon, weiß nicht wie alt, verrostet, bricht die so schon auseinander. Na gut, es sollte ja kein Mensch drinnen sein, es soll ja wirklich nur als Rakete genutzt werden und dann den Meteor rein und explodieren. Aber hätten die nicht auch noch Sprengstoff anbringen können und so? Zusätzlich? Ich hab's nicht geschafft, der Weltraum. Lass mal sehen, wie ist der Kurs programmiert? Ja, wir fliegen Richtung Meteor. Hey, Alter, tu was! Dieser verdammte Palm hat alles getan, um den Autopiloten zu sperren. Wir können wahrscheinlich den Kurs nicht ändern. Ist das das Ende? Hä? Was sagst du da? Bist du noch so jung und gibst einfach so auf? Ich werde nicht in den Meteor rauschen. Warte nur ab. Ich habe einen Notmechanismus in der Rakete für genau diese Art Notfall. Ich
Ich habe den Verriegungscode des Notmechanismus entschlüsselt. Wir hauen ab, bevor wir mit dem Meteor kollidieren. Was machen wir mit der großen Materie? Wenn ihr sie nicht wollt, vielleicht könntet ihr sie ja mir geben. Macht damit, was ihr wollt. Die Materie müsste da oben sein, wenn ihr die Leiter hochsteigt. Sicher? Weiß nicht. Aber ich weiß, was ich vor einer Minute gesagt habe. Vielleicht wollte ich einfach nur ins Weltall. Warum macht ihr denn nicht alle einfach, was ihr für richtig haltet? Na ja, dann schauen wir mal. Wir haben endlich die große Materie gefunden. Oh, speichere ich jetzt noch einmal, weil ich nicht weiß, wir müssen da einen Code eingeben. Das wird jetzt wieder spannend. Es ist so aufgebaut, dass die Verriegelung geöffnet wird, wenn wir den Zugangscode und diesen Steuerpol eingeben. Zugangscode eingeben. Hey Cloud, du weißt, wie das funktioniert, oder? Wenn die Meldung erscheint, Zugangscode eingeben, okay, Abo, Menü oder Wechseln drücken. Wenn du den richtigen Code eingibst, öffnet sich der Riegel und du bekommst die große Materie. In welcher Reihenfolge soll ich den Code eingeben? Ich weiß nicht, versuch's einfach nach dem Zufallsprinzip. Zugangscode 1 eingeben. Zugangscode 2 eingeben. Falsch. Sieht aus, als hättest du den falschen Code eingeben. Wenn wir nicht den richtigen Code eingeben, bevor das Schutzsystem aktiviert wird, kommen wir nicht in die Materie ran. Zugangscode 1. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, da die scheiß Tastendinger da. Das ist Menü bestätigen. Warte mal ist das ja abbrechen. Zugangscode bestätigt, okay, der Benutzer ist zugangsberechtigt, entriegelt. Wir haben sie. Alles klar, Klaus, die Verriegelung ist geöffnet. Ihr bekommt bei ihm nämlich die Hinweise die ganze Zeit, ob der Code ist aber immer der gleiche. Also, der bleibt ein Leben lang gleich, ne? Wenn ihr den mal rausgefunden habt, dann wisst ihr nicht. Ich habe im Kopf tatsächlich, noch, er ist nicht schwer, nur es ist halt. Da ich mit dem Xbox-Controller spiele, aber das dann so alles umgestellt habe und ein bisschen anders ist, ist die Tastenbelegung ein bisschen anders. Jetzt muss ich mal nachdenken. Ne? Mein Rat hat uns gerettet, der hat gar nichts gesagt. Ne? Warum soll ich das auch beim Klavierspielen, ne? Für tiefer da war halt das Problem, da ist halt, muss ich so viel umdenken und so viel umtun, dass ich gerade drauf geschissen habe. Und jetzt haben wir die große Materie beisammen und schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt haben wir alles zusammen. Das ist natürlich super. Das heißt, wir können wieder etwas machen. Was ist dieser da? Verdammt, mein Bein steckt in den Trümmern fest. Sid. Ich schaff's nicht allein. Kümmere dich nicht um mich. Los, verschwinde. Wenn du dich nicht beeilst, wird die Rakete in den Meteor hineinkrachen. Ich kann meine Freunde nicht zurücklassen. Du verdammter Idiot, du hast keine Zeit, dich um andere zu kümmern. Ich werde tun, was ich kann. Du bist bescheuert. Du bist wirklich absolut bescheuert. Tank 8 ist explodiert. Tank 8. Hat also wirklich nicht richtig funktioniert. Scherer, du hast recht gehabt. Aber mit mir ist es aus. Sag das nicht, Sid.
Hey, Shira? Ich bin hinterhergekommen. Ich will euch helfen. Du blöde Kuh! Verdammte! Tut mir leid. Na, sie muss Kraft haben. Zum Notmechanismus geht's hier entlang, bei dich. Schnell, ich werde den Notmechanismus ausklinken. Hey, Shira, fliegt diese Kiste auch wirklich? Ich denke schon, ich denke schon, ich habe ihn überprüft. Dann bin ich erleichtert. Danke. Das ist der Einzige, der schaut. Oh, ja, hab ich schon gesehen. Das ist also der Weltraum. Mann, es ist wirklich wahr. Ich bin hier im Weltraum. Bis dann, Shinra 26. Buggenhagen. Ja, den treffen wir auch noch. Freunde. Der Stuhl macht Geräusche, Wahnsinn. Zum Glück hört man das auf der Aufnahme nicht. Ich hoffe es zumindest. Was denkt irgend so ein Schelmi Furz da rum? Knarzt einfach der Stuhl. Warum war so ein. Ja? Das wollen nicht so sein. Der Plan von Rufus war ein Reinfall. Was für eine Breite, ich hoffe, es würde klappen. Wenn die Materie bald rausgenommen hätten, hätte es vielleicht nicht geklappt, das weiß man ja tatsächlich gar nicht. Wir haben es jetzt so schwer wie möglich gemacht, aber es ging nicht anders. Ob das ein Fehler war, na, er kommt zumindest drauf. Das beunruhigt dich, stimmt's? Mach dir keinen Kopf, denk lieber nach. Hey, die Frau hat recht. Du machst dir zu viele Sorgen, alles bricht zusammen und wird nur noch schlimmer. Klingt sehr optimistisch, hast du eine Idee? Ich habe über vieles nachgedacht, als ich von da oben den Planeten betrachtete. Sogar dann, als wir im Meer in die Rettungskapsel trieben. Ich habe auch nachgedacht über das All, den Planeten in Ozean, so groß und so weit. Wohin ich auch gehe, was ich auch tue, ändern wird es nichts. Vielleicht hast du recht. Aber dann hatte ich einen Gedanken. Ich dachte immer, dieser Planet sei so riesig, aber aus dem All sah ich, wie klein er ist. Ganz allein in der Finsternis und so hilflos. Und im Inneren Sephiroth, der wie ein Kranker an ihm nagt. Ich meine, dieser Planet ist wie ein Kind. Ein Kind krank und ängstlich und so verloren im All. Jemand muss ihn beschützen.
Dieser jemand, das sind wir. Sid, das ist wundervoll. Ja, Sid, sogar ich hab's kapiert. Was tun wir jetzt? Wie können wir den Planeten vor dem Meteor beschützen? Darüber denke ich immer noch nach. Hä? Hast du das gehört? Ein Schrei des Meteors oder des Planeten? Hey, wie können wir denn wissen, dass es wirklich der Schrei des Planeten ist? Habt ihr denn vergessen? Bugenhagen hat uns das erklärt. Bugenhagen. Besuchen wir Opa auf Cosmo Canyon. Er kann sicher das sagen, dass es weiterhilft. Dann steht das nächste Ziel fest. Aber zuerst... Wir haben schon noch Zeit, ne? Heile ich mich hier. Speichern auch gleich. Und dann machen wir schon weiter. So, geht schon weiter. Ja, dann fliegen wir zum Cosmo Canyon. Das ist jetzt tatsächlich unser nächstes Ziel. Okay. Jetzt fliegen wir zum Cosmo Canyon. Dann haben wir das auch alles. Das kann man auch wirklich mitnehmen, ja, das in der Folge. Brechen wir gleich auf. Sollen wir los? Freilich. Müssen wir das hier schauen? Cosmo Canyon ist. So. Ja, genau. Ah, hier ist Gongaga. Ganz Gaga und dann muss da hinten das Cosmo Canyon sein. Kann man da nicht landen? Ehrlich jetzt? Ihr wollt's mir verarschen, oder? Jetzt muss ich da hinten irgendwo im Grünen landen. Ja, freilich. Also ihr seid's, meine Freunde. Toll. Mir war klar, dass es nicht so funktionieren wird. Ja, ich meine wirklich genommen, das ist ja scheißegal, wer da wen angreift, das sind... werden immer sterben, ne? Opa! Ach, du bist es. Das ist schrecklich, die Farbe von den Pechsternen. Die Kinder haben so große Angst, dass sie nicht mal rausgehen wollen. Ich möchte es auch lieber nicht sehen. Okay, da ist ziemlich nichts los. Jetzt sind wir wieder hier mal.
Das war irgendwo euer Itemladen. Und ich habe keine Angst vor dem großen Stern, aber ich habe Bauchschmerzen, deshalb bewege ich mich nicht. Das ist die Wahrheit. Okay. Ja, verständlich, dass die Kinder natürlich Angst haben. Man, nicht nur die Kinder. Du siehst das, ne? Ah! Okay, jetzt kommen wir da nach hinten. Elixier, Zauberkapsel, schön. Komplettheilung, Materie, Komplettheilung. Heilt, wie es der Name schon sagt, Komplettheilung, aber das wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Ding brauchen. Ja, im Endeffekt kann ich für die das weg tun und die gibt Komplettheilung rein. Komplettheilung, das ging cool. Ich meine, ja, es wird uns halt komplett heilen, ne? Kann mich erinnern, ja, das gibt es tatsächlich, aber das ist, ob ich es glaube oder nicht mit alle kombinierbar. Aber perfekt, ne, Yuffie ist ja meine Heilerin, wie gesagt, aber das müssen wir erst einmal voll hochleveln. Ich glaube, das muss wirklich auf der letzten Stufe sein. Wenn wir, ja. Das funktioniert es nicht. Aber wir kriegen jetzt dann noch etwas. Und dann wollen wir nochmal die Speichermöglichkeit nutzen. Wir haben ja die Chance auf noch etwas. Gib mir noch eine Materie. Wenn ich mal reinkomme da. Ach, das waren noch Zeiten, wenn wir hier unterwegs waren. Kann ich mich erinnern. Gegen die Chi gekämpft. Schön. Ohoho. Wann immer ihr mein Wissen benötigt, seid ihr mir hier willkommen. Deshalb sind wir hergekommen. Und nun, hast du dich verirrt? Wenn das geschieht, sollten wir lange und gründlich in uns gehen. Es findet sich immer etwas, das in den Tiefen unseres Herzens verborgen oder vergessen liegt. Etwas, das vor langer Zeit dort begraben oder vergessen wurde. Erinnere dich, was immer es sein mag. Es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alles sucht. Das sagt sich so leicht, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Es muss da sein, sieh genauer hin. Du wartest von mir, dass ich es mache? Lass das die anderen tun. Siehst du es? Was ist es, wonach ihr sucht? Nichts und wieder nichts, mir fällt einfach nichts ein. Ich weiß, ich schaff das so nicht. Ich kann mich sehr gut an Eris erinnern. Nein, das nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Wie soll man das sagen? Eris war die ganze Zeit über hier, hier bei uns. Sie war so nahe, dass wir sie nicht sehen konnten, was Eris getan hat. Die Worte, die sie hinterließ. Ich weiß wieder, bei mir war es genauso. Ich auch. Bei mir auch. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroths Meteor aufhalten kann. Aber Eris ist fort. Könnten wir das, was Eris fort ist, selbst durchführen? Wir sind kein Nachfahren des alten Volkes, wenn du das meinst. Wie, ist das Mädchen etwa dort hinaufgebrochen? Ich hab's. Was hast du? Wir wissen es nicht. Was wusste Eris? Warum trat... Sie ist Sephiroth entgegen, anstatt wegzulaufen. Ich verstehe. Sie ist dorthin zurückgekehrt, richtig? Hm. Vielleicht muss ich mich dorthin begeben. Du kommst mit? Was ist daran so erstaunlich?
Auch ich will ab und zu mal hinaus und mich ein wenig in der Welt draußen umsehen. Woran mag es nur liegen? In so einer Stimmung war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein. Der Planet ruft dich. Aber ja, Junge, der Planet ruft, klar doch. Hohoho, also gehen wir. Ja, das tun wir, Bogenhagen. Um eines möchte ich dich noch bitten. Wir haben große Materie bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich und wir würden es gerne an einer geschützten Stelle deponieren. Stockwerk über uns dürfte der geeignete Ort sein. Nun wollen wir los. Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Seht aufmerksam zu und seht ganz einfach hier. Und da wir alles haben? Also super. Oh, ist das große, eure große Materie? Das ist in der Tat eine seltene Materie. Eine so seltene Materie wohnt mit Sicherheit ein spezielles Bewusstsein inne. Große Materie, sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Materie ging ein sanftes Glühen aus. Die Farbe ist dasselbe wie bei Zaubermaterie. Achso, Entschuldigung. Ein stilles Glühen. Die Farbe ist dasselbe wie bei Befehlsmaterie. Kaltes Glühen. Ist das Bahamut? Materia Neo-Bahamut glüht hell auf. Bahamut Zero erhalten. Okay. Noch einen Bahamut. Ja, wir wollen das ja nicht. Maschine. Ich liebe diesen Geruch. Natürlich liebe ich auch den Geruch der Natur. Was ist das Deck dort oben? Dann vertreibe ich mir die Zeit auf dem Deck. Ich spüre, wie der Planet lebt. Geruch des Windes. Ich spüre aber auch die Größe des menschlichen Weisheit und des Wissens im Geruch der Maschine. Ja, also tschüss. Tja, also tschüss. Du hast Bahamut? Du hast jetzt Hades. Den werden wir uns einmal anschauen, aber wir haben dann natürlich noch Bahamut Zero, wie wir die alle noch nicht sehen. Und du hast Neo Bahamut tatsächlich. Jetzt schauen wir uns an, ich habe den normalen noch nicht beschworen. Den normalen Bahamut muss ich dann mal beschwören. Kommt mir nie dazu. Oh, okay, woher weißt du das? Denn du hast ja keine Ahnung, wie es ist, wenn dir auf dem Schiff oder bei Fahrten übel wird. Also bitte lass mich in der Ruhe. Ich kann es nachvollziehen, Juffi. Wenn mir beim Fliegen übel wird, ist es echt mürrisch. Als ich dachte, ein Soldat zu sein, hatte ich dieses Problem vergessen. Oh. Gibt es denn keine Möglichkeit, das zu verhindern? Ich habe viel nachgeforscht. Wenn du oft nervös bist, wird dir nicht übel, aber man kann ja nicht immer nervös sein. Wenn du viel Platz hast, ist es am besten, während der Fahrt herumzulaufen. Manchmal hilft es auch, sich zu strecken. Beim Militär verbrachten wir viel Zeit in Lastwagen. Das war ätzend. Und noch etwas, was man während der Fahrt nie tun sollte, lesen. Wenn dir schlecht wird, gibt es nichts, was du tun kannst. Es ist wirklich hart. Beunruhigend zu wissen, dass es dir genauso geht, aber ich fühle mich trotzdem.
Weißt du, ich frage mich, warum hat Materie immer etwas mit Kämpfen oder Zauber zu tun? Weil die vom alten Volk haben ständig gekämpft. Es muss schlimm gewesen sein. Okay. Dann haben wir jetzt dann das auch alles erledigt. Haben wir uns den Zero Bar haben wir auch noch geholt. Ich frage mich, wohin du mich bringst. Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch nochmal. Das war ja... Ich weiß schon wieder wohin. Ich ging und erzählte Eris Mutter von ihrem Tod. Ja, und Elmira weinte wie verrückt. Und die kleine Marlene ebenso. Eris zwickte mir mal in die Nase. Ich hasse es, wie ein Kind behandelt zu werden, andererseits mochte ich es. Ich will mich bei ihr für mein Verhalten bei unserer ersten Begegnung entschuldigen. Stadt des alten Volkes. Das alte Volk. So werden uns die späteren Generationen sicherlich auch nennen. Eine Frage der Zeit. Und Eris, sie ist tot. Sie hat sich wohl geistige Energie verwandelt, um keine zum Planeten zu machen. Selbst wenn das so ist, gibt es keine Möglichkeit, sie wiederzusehen. Ich möchte wissen, was Eris fühlte, als sie auf dem Altar lag. Bin mir sicher, sie wollte ihr Leben für den Planeten geben. Meinst du wirklich? Ich kann das nicht glauben. Ich dachte gar nicht an Sterben, sondern die Rückkehr. Sprach noch immer vom nächsten Mal. Sprach mehr als jeder andere über die Zukunft. Eris! Ich wollte sie in die Heimat mitnehmen. Los geht's! Okay, jetzt müssen wir nochmal schauen. Die Sache ist ja die, wir müssen jetzt dann zurück zu der vergessenen Stadt. Jetzt ist die Frage, das war ja dort bei Bone Village. Das ist eine Ausgrabungsstätte. Und das ist ja da oben irgendwo. Oladrio. Das müsste hier sein. Genau, der Bildster, das ist das, ne? Ah, oh, wir können da landen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das heißt, wir brauchen gerade bei Bone Village rein. Sondern landen einfach hier. Und das ist jetzt dann das, hier braucht man auch den alten Schlüssel. Den haben wir jetzt aber schon. Das heißt, um das brauchen wir uns nicht mehr sorgen. Weil wir den ja schon besorgt haben. Na? Jetzt ist die Sache klar. Ja, wir werden da noch. Ja, noch lohnt sich's nicht. Wie gesagt, noch haben wir einiges zu tun. Aber wir können hier mal zwischenspeichern. Das schadet nicht. Beziehungsweise wir können uns ausruhen. Speichern war hier überhaupt. Na, das ist das falsche Gebäude dann. Dann ist es das andere Haus. Dieses. Hier war zumindest ein Platz zum Ruhen, ja. Nutzen wir die Chance, ruhen uns aus. Und dann gehen wir gleich weiter. Dann machen wir gleich weiter. Können wir da rüber gehen? Ich gehe von der anderen Seite rein. Ich glaube, das ist besser tatsächlich. Und
wir gehen geradeaus. Ich glaube fast, das war von links irgendwie so. Gehen wir mal darüber, schauen wir mal. Das ist... Ja, genau. Na, was entdeckt? Warte noch einen Moment. So irgendwie herumlaufen, oder mal. Ah. Ja, er tut's vielleicht, er fliegt einfach dort hoch. Das Wissen des alten Volkes liegt hier förmlich in der Luft und will mir was sagen. Der Planet ist in Gefahr. Eine Krise, die weder durch die Menschen noch durch die Zeit überwunden werden kann. Er sagt, wenn die Zeit reif ist, müssen wir nach Holy suchen. Holy? Holy, der ultimative weiße Zauber. Zauber, der es vielleicht mit Meteor aufnehmen kann. Vielleicht unsere letzte Chance, den Planeten vom Meteor zu retten. Wenn eine Seele, die Holy sucht, den Planeten erreicht, wird es erscheinen. Meteor, Weapon, all das wird verschwinden. Vielleicht sogar wir selbst. Wir selbst? Das wird der Planet entscheiden. Was für den Planeten gut ist, was für den Planeten schlecht ist. Alles, was schlecht ist, wird verschwinden. Das ist alles. Ich frage mich, wozu wir Menschen gehören. Nach Holy suchen. Wie stellen wir das an? Frag den Planeten. Schaff die weiße Materie, damit wird der Planet an die Menschen gebunden. Frag den Planeten. Wenn unser Wunsch den Planeten erreicht, wird die weiße Materie blau-grün erleuchten. Das ist das Ende. Eris hatte die weiße Materie. Aber Eris starb. Fiel sie vom Altar. Das heißt, er starb, fiel sie vom Altar, deshalb ist dies das Ende. Schau dir das an. Das ist die Schrift des alten Volkes. Kannst du es lesen? Ich kann's aber nicht lesen. Lass die Witze. Ich bin kein Nachfahre des alten Volkes, ich kann das nicht lesen. Ich mag alt sein, aber meine Augen geben noch was her. Schau, was unter dem Geschriebenen steht. Das ist eine Kreidenotiz, Schlüssel in der Musikbox. Vermutlich wurde das von einem Wissenschaftler, der hier war, geschrieben. Wahrscheinlich alle Kraft gebraucht, diese zwei Dinge aufzuschreiben. Schlüssel wofür? Ich weiß nicht, aber vermutlich hat es etwas mit unserem Rätsel zu tun. Das Rätsel, dann muss es etwas mit Eris zu tun haben. Was soll das heißen? Die Musikbox da drüben, lass uns den Schlüssel hineinstecken. Jetzt haben wir den Schlüssel schon. Ich werde mir den Schlüssel versuchen. Ihr wartet hier. Den müsst ihr sonst jetzt haben? Holen. Das heißt, ihr müsstet jetzt halt dann wieder zum U-Boot, dann das Ganze machen, was wir jetzt schon gemacht haben. Was genau, was passiert?
Schnitzerei auf und drin ist, oder? Und was da drinnen ist, meine lieben Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge. Sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. In Midgar's shadow, where dreams take flight, a tale unfolds where darkness meets light. Cloud and his comrades, brave and bold, their destinies entwined. A story untold. Final Fantasy VII, a legend to behold in the land of Gaia, where stories are told. With swords and sorcery, they'll fight to the end in a world of wonder where heroes ascend. Sephiroth's shadow, dark and deep, a villainous presence, secrets to keep. Mako's glow in the city's heart, a power to wield, tearing worlds apart. Final Fantasy VII, a legend to behold in the land of Gaia, where stories are told. With swords and sorcery, they'll fight to the end in a world of wonder where heroes ascend. From the slums of Sector 7,